Hallo Lieben, ich möchte heute mit euch ein schnelles Mittagsgericht zaubern für Vegetarier, Süßspeisenliebhaber, und zwar sind das Apfelpfannkuchen. Ich habe das Rezept in der Rezeptwelt gefunden, habe es da wieder auf meinem iPad gespeichert. Es ist für 4 Personen, ich mache jetzt bloß die Hälfte, dann ist immer noch was übrig für abends oder für später. Ja, das Rezept verlinke ich euch unten in der Infobox, dann könnt ihr dann wieder nachschauen. So, als erstes braucht man 250 Gramm Äpfel, die kommen in den Mixtopf, also geschält und geviertelt habe ich die jetzt, und die werden auf Stufe 5 3 Sekunden zerkleinert. Naja, das war wohl nichts. Also Stufe 5. 8 Sekunden. So, jetzt ist besser. Ja, ich muss immer ein bisschen nach dem eigenen Gefühl gehen, weil ja, meine Maschine einfach nicht die Power hat, die ein Thermomix hat. Aber das macht nichts. Man kann ja ein bisschen variieren. Man muss ja nicht stur nach Rezept gehen. So, dann kommt rein 150 Gramm Mehl. Ich habe jetzt da normales Weizenmehl. Und da habe ich noch Restdinkelmehl. Den nehme ich jetzt auch mal her, dass das auch mal wegkommt. Also 150 Gramm. Ja. So. Gut ist. Dann 200 Gramm Milch. Ja. Technik, die begeistert. 140 Gramm. Jetzt muss ich echt aufpassen mit meinem iPad da. Ich lege das lieber dahinter. Das ist mir sonst zu gefährlich. Ich bin doch so eine Spezialistin dann immer. Also 200 Gramm Milch. Dann brauche ich 25 Gramm Zucker. Was ist so gehäufter Esslöffel eigentlich? Ein Ei. Normal kenne ich die Apfelpfannkuchen immer, dass man die in Scheiben drauf tut. Aber das muss ich sagen, ist eigentlich praktischer. Weil das ist es beim Umrühren nicht so, ja, beim Umdrehen von den Pfannkuchen, dann hat man nicht so die Gefahr, dass die Äpfel da rausfallen. So, und ein Teelöffel Backpulver, also nehme ich einen halben Teelöffel Backpulver. So, das Ganze nochmal 15 Sekunden links Lauf, Stufe 5 verrühren. Ja, nein, links Lauf habe ich natürlich nicht. 15 Sekunden, mache ich jetzt Stufe 2 einfach. Ja, es geht genauso. Kurz auf Stufe 5. So, so schaut das gut aus. Der Teig ist fast so ähnlich wie bei meinen Apfeltaler. Ein bisschen flüssiger ist er. So. Aber ich tue jetzt noch mal ein bisschen Salz mit rein. Ich finde das immer, irgendwie gibt es den Pfiff. Das verrühre ich jetzt gleich mit der Hand. So. Das Ganze soll man jetzt 20 Minuten ziehen lassen. Und dann wird es in der Pfanne gebraten. Das zeige ich euch dann. Also bis später. So, also ich habe jetzt meinen Pfannkuchen aus der Pfanne rausgenommen. Ich habe mir jetzt ein bisschen dicker gemacht, weil ich eine kleinere Pfanne genommen habe. Aber das ist nicht so schlimm. Ich denke mal, dass der trotzdem ganz gut schmeckt. Der zweite purzelt noch und den werde ich später auch essen, weil als Hauptspeise kann man ruhig 2 Stück essen. Als Nachspeise würde einer dann wahrscheinlich genügen. So, ihr Lieben, das war's von mir. Ich lasse ihn mir jetzt schmecken. Ich schreibe dann drunter, wie er geschmeckt hat. Und einen schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss.